Meister. Hey, ich bin Bildungssenator Hauke Hacke und ich zeige euch jetzt mal eine typische deutsche Schule. Komm mal mit. Alle sagen immer, die Schulen sind sanierungsbedürftig und sehen aus wie das letzte Rattenloch. Wir nennen das arteninklusives Raumkonzept. Die brutalistische Architektur soll Kinder auf eine erdrückende Zukunft vorbereiten. Die Wände sind Spezialanfertigungen und mit Asbest gefüllt. Das erstickt nicht nur Träume. Ja, der Herr Müller, unser Referendar-Fußabtreter, war ganz günstig. Der liegt jetzt schon seit anderthalb Wochen hier und da sage ich Respekt. Die meisten müssen wir schon am Mittwoch wegen Burnout umtauschen. Auf 40 hyperaktive Kids kommt bei uns nur ein Lehrer. Wir nennen das Minimalismus. Sie sind überall. Sie sind überall. Sie sind überall. Wir kommen hier nicht mehr raus. Sie sind überall. Ein typischer Klassenraum, nur echt mit langsamer laufender Uhr, eine Installation vom Bund der deutschen Arbeitgeber. Die Bestuhlung, oh Gott, ist Heimatstil. Darauf hat schon mein Opa gebuckelt. Ergonomisch so designt, dass man an stundenlange Einsätze im Panzer gewöhnt wird. Und falls der kleine Hunger kommt? Die DIY-Selbstbedienungstheke, ein Projekt, das Schüler zum Mitmachen animiert. Und rein in die Futterluke. Mhm. Auch rein? Erinnerungskultur wird bei uns groß geschrieben. Deshalb setzen wir auf Vintage-Technik für den Retro-Charme. Scheiße, Stromausfall. Oh Mann, Scheiße. Oh Gott, ich erschrecke mich immer wieder. Herr Norderstedt hätte eigentlich schon seit 20 Jahren in Rente sein sollen, aber er ist mit dem Mobiliar verwachsen. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Das Schulklo. Hier pulsiert das Leben, zumindest unter dem Mikroskop. Der rustikale Industrial-Stil setzt auf viele offene Rohre und auch die Patina und der Used-Look sorgen für richtig viel Atmosphäre. Oh, wird aber schon häufiger geused heute. Naja, wir sind sehr stolz darauf, junge Künstler zu inspirieren. Das Klo wird als Galerie für abstrakten Expressionismus genutzt. Hinter mir zum Beispiel das Werk Kot auf Wand eines jungen Action-Painters, der unter dem Pseudonym Jackson Pollock bekannt ist. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Wie man sieht, sind deutsche Schulen modernste Talentschmieden, die keiner müden Mark bedürfen. Darwinismus als Erlebnispädagogik, Survival of the Fittest. Außerdem werden die kleinen Bratzen so schon auf den Wehrdienst vorbereitet. Haha, bye! Sie sind überall, überall! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig.